Herzlich willkommen bei uns an der Hochschule für Technik Rapperswil, an der Cisco Networking Academy. Das ist ein Programm, das weltweit an über 10'000 Mittel- und Hochschulen von Cisco angeboten wird. Wir sind in der Schweiz die wahrscheinlich älteste und mittlerweile grösste Networking Academy und bei uns könnt ihr CCNA, CCMP oder CCIE lernen, die Prüfungsvorbereitungen machen. Vielleicht der grosse Unterschied zu anderen Kursen in diesem Cisco-Umfeld ist, dass ihr am Academy-Programm wirklich eine Grundausbildung bekommt. Also es ist nicht ein Weiterbildungskurs, wo man schnell sich auf eine Prüfung vorbereitet, sondern es ist wirklich eine Grundlagenausbildung. Wir brauchen dafür auch doppelt so lange meistens, damit ihr auch genug Zeit habt im Labor. Das werdet ihr jetzt gleich sehen, auch genug praktische Erfahrung können sammeln. Hier ist das Laborraum für die Lehrgänge CCNA und CCNP. In unserer Akademie ist praktische Weiterbildung sehr wichtig und wir sind sehr gut ausgerüstet. Wir haben physische Geräte, wir haben eine virtuelle Umgebung, die die Studenten von remote zugreifen können oder auch im Präsenzunterricht verwenden können. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in unser Labor, in unsere Academy. Im folgenden Live-Seminar könnt ihr jetzt noch etwas mehr erfahren zum konkreten Kurs. Ich hoffe, es haben alle eure Fragen beantwortet. Falls nicht, schickt uns ein E-Mail oder kommt vorbei. Danke. Grüezi wohl und herzlich willkommen zu dieser Infoveranstaltung zum Cisco Certified Network Professional. Mein Name ist Philipp Schmid. Ich unterrichte hier schon seit ein paar Jahren CCNA und CCNP und würde Ihnen gerne in dieser Veranstaltung ein bisschen näher bringen, um was genau einerseits bei der Zertifizierung geht und andererseits auch natürlich bei unserem Kurs, der Hilfe sein soll, für die Zertifizierung zu erlangen. Gut, zuerst würde ich auch gerne kurz ein bisschen dann auf den Zertifizierungspfad eingehen, dann auf den CCNP Enterprise, also eine Variante vom CCNP, dann auf die beiden Teile von dem CCNP Enterprise, nämlich auf den Core Technologies und auf den Advanced Routing und Services Teil. Und am Schluss würde ich gerne noch so ein bisschen aufzeigen, wie so ein Kurs bei uns aussieht, einerseits aus Sicht von Agenda, aber auch so ein bisschen, dass man das Gespür bekommt, wie so ein typischer Kurstag abläuft und auch auf welcher Infrastruktur, dass man da würde arbeiten. Und ganz zuletzt hätte sie dann auch noch die Chance, zum Fragen zu stellen, die ich dann noch probiere zu beantworten. Gut. Jetzt, wo können wir den CCNP Enterprise einordnen? Das ist so ziemlich etwa in der Mitte. Das ist Professional-Stufe, wie der Cisco dem sagt. Und jetzt vom Namen her ist der CCNP Enterprise ein neuer Kurs, eine neue Zertifizierung, die es seit Anfang dem Jahr gibt. Früher hat das CCNP Routing und Switching geheißen. Man sieht, links davon haben wir noch die Associated-Stufe mit dem CCNA und mit dem CyberOps Associated hauptsächlich. Und rechts davon haben wir noch die CCIE-Stufen sowie auch die CCDE. Gut, CCNP Enterprise bescheinigt grundsätzlich, dass der Inhaber von dem Zertifikat auf professioneller Stufe Netzwerk versteht. Und zwar heisst das aus Sicht von Designaspekt, Konfiguration, aber auch vor allem aus Sicht von Fehlererkennung und Troubleshooting im Allgemeinen. Das heisst, da reden wir von doch schon grösseren Netzwerken, von vielleicht viel grösseren KMUs, aber auch durchaus natürlich bis zu internationalen Grosskonzernen, wo das ist mit dieser Zertifizierung probiert abzudecken. Dann CCNP-Zertifizierung oder allgemein Cisco-Zertifizierung haben ein sehr hohes Wiedererkennungsmerkmal in der Industrie nutzen. Das heisst, ganz ehrlich zu sein, ich habe zum Beispiel auch schon Stellenbeschreibungen gesehen, wo es eigentlich nur darum gegangen ist, um irgendwie Huawei-Netzwerk zu konfigurieren. Als erforderliche Kenntnis ist dann aber trotzdem die CCNP-Zertifizierung aufgelistet gewesen. Also man sieht auch da, auch wenn es eigentlich selber die Firma kein Cisco-Gerät einsetzt,
CCNP-Zertifizierung haben durchaus ihr Gewicht in der Industrie draussen. Dann für den CCNP Enterprise gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Voraussetzungen mehr. Das heisst, man muss nicht wie früher mit der CCNA zuerst machen und bestehen, bevor man die CCNP-Prüfung machen kann. Jetzt kann man direkt die CCNP-Prüfung machen und wie die aussieht, bis es aufbauen ist, sehen wir dann noch im weiteren Verlauf von diesen Info noch. Dann Cisco selber empfiehlt CCNP-Kandidaten 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung in diesem Umfeld, sprich im Netzwerkumfeld. Wir vom INS haben da so ein bisschen Erfahrung gemacht, mit viel Selbstdisziplin ist es auch gut möglich, innerhalb oder nach, besser gesagt, 1 bis 2 Jahre Berufserfahrung sich dem CCNP zu widmen. Es ist natürlich immer abhängig, wie viel Selbstdisziplin der Teilnehmer vom Kurs hat. Aber das ist so ein bisschen der Grund, also das Minimum an Berufserfahrung, die wir wirklich schon gesehen haben und auch empfehlen. Dann, die CCNP-Zertifizierung ist 3 Jahre gültig und wenn man nicht will, dass sie verfällt, muss man sie vor dem Ablaufdatum erneuern. Da gibt es noch ein paar neue Informationen dazu, wie man so eine CCNP-Zertifizierung kann erneuern oder einfach behalten. Jetzt, der Prüfungsablauf beim CCNP ist gleich wie beim CCNA und zwar kann man da in ein beliebiges Pearson VUE Testcenter gehen. Das betrifft sogar alle Cisco-Prüfungen bis auf CCI Lab Exams. Die können natürlich nicht im Pearson VUE Testcenter gemacht werden, aber alle anderen Prüfungen können im Pearson Testcenter gemacht werden, was übrigens auch zum Beispiel hier an der HSR 1 betrieben wird. Das heisst, wenn Sie bei uns den Kurs besuchen, aber auch sonst, können Sie auch zu uns hier an der HSR vorbeikommen und die Prüfung schreiben. Dann jetzt aufgrund von Covid-19 kann man seit dem 15. April die Prüfungen auch online machen. Das heisst, zum Beispiel bei sich zu Hause, privat oder in einem ruhigen Meetingräumchen. Das ist das sogenannte OnVue, wo Pearson VUE da extra rausgebracht hat, eben genau, weil wir jetzt da über die letzten paar Monate halt schwer hat können, die Prüfungen irgendwo vor Ort schreiben. Dann zum CCNP Enterprise zu erlangen, ist es nötig und zwingend, um die Prüfung Encore zu bestehen. Das heisst, das ist die Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies Prüfung und die muss man zwingend machen. Jetzt aber das Schöne an dem neuen Aufbau vom CCNP Enterprise ist in der Konzentrierungsrichtung, also bei den Concentration Exams, kann man selbstständig entscheiden, welche von diesen 6, das man machen will. Das sind 6 verschiedene Prüfungen und wenn man eine davon macht und auch besteht, hat man noch eine anschliessend die CCNP Zertifizierung. Vielleicht da noch ein paar Informationen zu, ich sage jetzt mal, ehemaligen oder älteren CCNP-zertifizierten Leuten. Genau gesagt zu den Leuten, die die Zertifizierung schon haben, auch vor dem 24. Februar, wo das Ganze umgestellt hat. Da gibt es so ein Migrationstool. Da können Sie einfach selber mal eingeben, welche Prüfungen haben Sie noch vor dem 24. Februar bestanden gehabt. Und infolgedessen sehen Sie jetzt da zum Beispiel auf der linken Seite, welche Zertifizierungen dass Sie noch erlangt haben, wenn Sie die 3 alten CCNP Routing Switching Prüfungen gemacht haben, zum Beispiel eben Route, Switch und Troubleshoot. Das heisst, wenn Sie die 3 haben, sind Sie automatisch ab dem 24. Februar von diesem Jahr zum CCNP Enterprise migriert worden. Und wenn Sie jetzt angenommen vor dem Zeitpunkt nur Route und Switch hätten, dann hätten Sie einfach den Core-Exam angerechnet, aber Sie müssten noch eine von diesen 6 möglichen Concentration-Exams absolvieren, dass Sie dann effektiv CCNP Enterprise zertifiziert werden. Dann bei der Rezertifizierung von Cisco-Zertifizierungen generell, aber auch eben von der CCNP Enterprise-Zertifizierung, hat Cisco ein bisschen ein neues Modell eingeführt. Das heisst, einerseits kann man zum Beispiel einfach das Exam nochmal machen.
Man kann aber auch sogenannte CE-Credits erlangen. Das heisst, das sind Credits, die man kann erlangen kann, wenn man zum Beispiel einen offiziellen Cisco Online-Kurs macht oder auch bei einem Cisco Learning Partner in einen Kurs geht, kriegt man auch eine gewisse Anzahl von diesen Credits angerechnet. Da sehen wir jetzt zum Beispiel das Beispiel vom Professional, dort grün markiert. Das heisst, das wäre unsere CCNP Enterprise Stufe. Und dort haben wir jetzt die Bedingung ganz rechts, dass man entweder eine von diesen Concentration Exams macht und besteht und zugleich 40 von diesen CE Credits erlangt oder einfach nur 80 CE Credits erlangt. Oder einfach, wenn man natürlich relativ sicher ist in der Materie und auch in der Theorie noch, dann kann man auch einfach nochmal das Core-Exam machen und dann bleibt es bei dem einzelnen Exam und wenn man das besteht, dann ist man gerade wieder rezertifiziert. Natürlich ist es auch möglich, mit zwei Concentration-Exams das zu machen oder für die ganz starken Unterteilnehmer, dort ist es auch möglich, mit dem CCI-Lab-Exam zum CCNP zu rezertifizieren. Da sehen wir das Beispiel von den Continuing Education Credits, was jetzt eben neu auf CCNA und CCNP-Stufen gibt und nicht nur wie früher auf CCI-Stufen. Das sehen wir zum Beispiel auch nur schon, wenn man mal eine Cisco Live-Konferenz besucht, dass man dort, je nachdem, was man für Sessions besucht, kriegt man eine gewisse Anzahl von diesen Credits. Und durch das wäre es jetzt zum Beispiel auch möglich, um sich rezertifizieren, allein, indem man an einer Cisco Live innerhalb von 3 Jahren teilnimmt, dort 11 3000er Breakout Sessions zum Beispiel besucht und nebenzu noch zum Beispiel so einen DevNet Associated Fundamentals Online Kurs macht, wo allein auch schon 48 Credits gibt. Das heißt, zusammen sitzt man dann auch über diese 80 Credits und ist für weitere 3 Jahre zertifiziert. Dann der erste Teil, eben das wäre der Core Technologies Teil, der ist grundsätzlich eben nicht nur für den CCNP Enterprise erschaffen worden, sondern das ist neu auch die theoretische Prüfung vom CCIE Enterprise Infrastructure und vom CCIE Enterprise Wireless. Das heisst, dort gibt es keine separate Theorieprüfung mehr, wie das früher vielleicht der Fall war. Jetzt aus Sicht von NetAcad wird die Theorie zu diesem Kursteil angeboten, und zwar in Form von 29 Theoriekapiteln, 41 Hands-on Labs und noch x andere Kursmaterialien, wie zum Beispiel Assignments oder Quizzes, wo man dann sich auch selbstständig kann noch dazu zu motivieren, um das Ganze noch mal ein bisschen praktischer zu repetieren, dass man dort auch die Theorie parat hat, für die Prüfung erfolgreich zu bestehen. Die Prüfung geht 120 Minuten grundsätzlich. Wenn man non-native English Speaker ist, dann hat man dort noch 30 Minuten mehr Zeit. Von den Exam-Topics her ist ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr dazugekommen, als das früher der Fall war. Das sehen wir dann noch einmal im Detail. Aber so ein bisschen grob abgebrochen auf die Hauptkategorien ist jetzt sicher neu dazugekommen, dass man dort jetzt unter dem Punkt 2.0 Virtualization allein 10% der Fragen plus minus zu Virtualisierungsthemen neu kommen. Aber auch zum Beispiel 10% Network Assurance oder auch 15% Automation. Das heisst, da hat sich ein bisschen einiges geändert. Es ist jetzt nicht nur noch, ich sage jetzt mal so ein bisschen Legacy Routing Switching. Es ist da auch noch ein bisschen immer mehr auch Richtung Programmierung, Network Programmability reingekommen. Da sehen wir, wie die neue Zertifizierung zustande gekommen ist. Die hat das Core Exam. Und zwar ist dort ein grosser Teil aus dem alten Route Exam, ein kleinerer Teil aus dem Switch Exam und noch ein kleinerer Teil aus dem Troubleshoot Teil, aber auch aus dem CCNA-Teil daherkommen. Und zugleich hat es noch neue Key-Topics reingegeben, also zum Beispiel ein grosser Punkt, der vorher wirklich gar noch nicht Bestandteil war, ist Wireless. Das ist ein ganz neues Thema. Dann Multicast ist sehr, sehr begrenzt vorgängig behandelt gewesen. Jetzt ist es absolutes Thema.
Dann so neuere Sachen wie SD-Access, SD-WAN gehören rein, Overlay-Tunneling-Sachen wie Lisp und VXLAN und Quality of Service ist jetzt auch reingekommen und so weiter. Also wir haben dort auch sogar Themen noch drin, wie bezogen auf Virtualisierung jetzt. Zum Beispiel haben wir dort Configuration Management System wie Ansible, Puppet oder SaltStack. Und dann weiter in die Richtung haben wir eben auch noch vor allem die Programmability Konzept bezüglich API, Data Models, DevNet und so weiter, die jetzt neu reingekommen sind. Dann würde ich gerne noch kurz das eine Concentration Exam genauer vorstellen, nämlich das Advanced Routing Services Concentration Exam. Und zwar gibt es auch zu dem Exam einen Kurs auf netacad.com, offiziell von Cisco. Und der beinhaltet 23 Theoriekapitel und 40 Hands-on Labs und eben natürlich auch so Sachen wie Assignments, Quizzes und so weiter, wo man dann auch wieder kann brauchen kann, um selbstständig die Theorie zu repetieren. Und dann auch immer gerade schön durch die Quizzes und Assignments auch immer gerade Feedback hat zum eigenen Lernfortschritt. Dann die Prüfung, die ist ein bisschen kürzer, die ist 30 Minuten kürzer, die geht nur 90 Minuten. Und von den Themenhauptgebieten her haben wir da viel Troubleshooting und so Sachen wie IIGRP, OSPF, BGP und MPLS. Meistens auch so ein bisschen advanced. Also der geht dann wirklich ein bisschen mehr noch in die Tiefe und legt auch noch relativ viel Wert auf so ein bisschen traditionellere Technologien. Auch da sehen wir, woher der Stoff genommen worden ist für die neue Zertifizierung. Wir haben da sicher mal einen grossen Teil aus dem alten CCNP Route und aus dem alten CCNP Troubleshoot Teil raus. Und neu zusätzlich ist eben da noch MPLS, Layer 3 VPNs reinkommen, dann DM-VPN ist reinkommen und Advanced BGP und dann auch noch so ein bisschen Themen, neuere Themen wie Cisco DNA Center Assurance und IPv6 First Hop Security. Dann, wir hier am INES bieten einen Kurs an, der optimal soll vorbereiten soll, um die CCNP Enterprise Zertifizierung zu erlangen. Und zwar besteht der Kurs genau aus den beiden Teilen, die ich jetzt schon vorgestellt habe. Das ist einerseits das Core Networking Teil und andererseits der Advanced Routing Teil, wo je plus minus gleich aufgeteilt sind. Klar, man hat dort eine kleine Abweichung, weil man natürlich zum Beispiel im Advanced Routing Teil raus Sachen wieder repetiert, die man zuvor sich vielleicht je nachdem mühsam hat müssen erarbeiten aus dem Core-Teil, wie man es einfach dort schon das erste Mal gehört hat. Da auf der rechten Seite sehen Sie noch so einen Ausschnitt aus der Agenda und dort sehen wir auch ganz schön, dass wir jeweils am Freitagnachmittag ab dem Viertel bei umeinander den Kurs startet und dann bis in den Abend gehen, natürlich mit der Theorie, aber vor allem eben auch Praxis, was durchaus eigentlich fast noch der grössere Teil soll sein bei unseren Kursen. Aber wir haben dort explizit auch Leseaufgaben drauf, wo wir jeweils am nächsten Woche voran den Teilnehmer kommunizieren, mit dem Sinn dahinter, dass die Teilnehmer sich bereits eine Woche voran können auf die neue Thematik, die dann eine Woche später wird kommen, einlesen und somit einfach schon mal einen ersten Überblick über die Theorie sich erarbeiten. Das noch auch im optimalsten Fall natürlich schon mit vielen und spannenden Fragen dann in den Kurstag können kommen und somit die auch gerade schon live geklärt haben, mit zum Beispiel Whiteboard-Erklärungen dazu. Dann haben wir, je nachdem, ein bisschen unregelmäßigen Abstand, haben wir nach immer eine gewisse Anzahl von Kapiteln, gibt es so also offizielle Assessments, also so Prüfungen, sagen wir mal, ja, so Self-Study-Prüfungen, wo wir Teilnehmer auffordern, um die selbstständig durchzumachen. Das heisst, da hat man auch wieder dann durch Zeit, bis aufs nächste Mal, die Kapitelprüfungen durchzumachen und somit einfach die Chance, sich selber können gut einschätzen, was hat man jetzt verstanden aus den letzten paar Chapters und welche nicht und somit noch ein bisschen besser weiss, wo man vielleicht noch mal ein bisschen dahinter muss und noch mal ein bisschen mehr lernen muss. Ganz zum Schluss haben wir noch die individuelle Anmeldung zur Prüfung.
natürlich am Schluss von jedem Teil, von diesen beiden Teilen. Das heisst, dort können die Teilnehmer selbstständig auf uns zukommen und direkt bei uns im Pearson VUE Test Center ihren Termin machen, um die Prüfung zu schreiben. Natürlich ist das nicht Pflicht. Also, wenn es Teilnehmer lieber ist, in einem anderen Testcenter Prüfung zu machen, dann ist ja das möglich. Jetzt, da würde ich gerne noch so ein bisschen aufzeigen, wie so ein typischer Kurstag bei uns könnte aussehen. Wichtig ist einfach, um es vorne wegzunehmen. Wir legen sehr viel Wert auf praxisorientiertes Lernen. Das heisst, auch da mehr als die Hälfte wird Praxis sein. Das heisst, Teilnehmer werden selbstständig mit der Hardware oder auch mit den virtuellen Labs sich das Wissen aneignen. Dort ist natürlich dann die Idee, dass der Instructor laufend gefragt werden könnte. Und wenn ein Teilnehmer schon ein bisschen früher fertig wäre, dann gibt es auch noch individuelle Challenge Labs, wo wir dort den einzelnen Teilnehmern geben könnten. Eben, der Kursbeginn ist so um 12:45 Uhr, dann so haben wir Grössordnung 80 bis 120 PowerPoint-Slides, natürlich mit mehreren interaktiven Whiteboard-Sessions dazwischen und kleinen Pausen. Bevor man dann etwa so um 4 Uhr umeinander vom Theorieraum ins Lab wechselt, dort können die Teilnehmer je auf ihrer eigenen Infrastruktur die vorgegebenen Labs lösen oder eben auch die Challenge-Labs, je nachdem man etwa früher fertig ist. Und gegen 6 Uhr zur Abend kann man dann meistens in der Gruppe noch ein bisschen essen, entweder etwas Kurzes holen oder auch effektiv in ein Restaurant, aber das ist natürlich absolut freiwillig. Wir haben dort immer wieder Teilnehmer, die lieber durcharbeiten würden, dafür dann bei Zeiten gehen. Das ist dann selber überlassen. Dann eben so um Grössordnung 7 Uhr umeinander würde es dann weitergehen, wenn man gewesen ist. Und dann arbeiten die Teilnehmer meistens noch so ein bisschen bis 8-9 Uhr am Abschluss der Labs. Und dann gehen die Teilnehmer langsam heim. Da sehen wir so ein bisschen eine typische Lab-Infrastruktur vom CCNP Enterprise. Wir sehen hier, wir arbeiten mehrheitlich mit 3 Router, 2 Layer 3 Switchen und einem Layer 2 Switch und mehreren Client-PCs. Und auch hier noch, wir setzen auch hier in diesen Topologien noch Serial Links ein. Und das ist auch der Grund, wieso wir hier zum Beispiel auch noch so ein bisschen traditionellere Hardware am Start haben. Und zwar haben wir hier pro Teilnehmer einen sogenannten POT. Und ein POT besteht aus 4 Router, 2 Layer 3 Switchen und 2 Layer 2 Switchen. Das sehen wir hier rechts auf dem Bild abgebildet. Dann neben dieser traditionelleren Hardware haben wir natürlich auch moderne Hardware für so Labs, wo im WLAN-Bereich sind, zum Beispiel auch oder auch im Network Assurance-Bereich. Dort haben wir, genauer gesagt, 2 Router. Wir haben 4 Layer 3 Switchen, das sind Catalyst 9300 Switchen, wo wir als Layer 3 oder als Layer 2 Switch verwendet. Dann haben wir je 2 Access Points, ein VLC und gegebenenfalls auch noch ein Deno Center Controller pro Teilnehmer. Gut, das wäre es eigentlich an dieser Stelle gerade auch schon gewesen. Und falls Sie jetzt noch Fragen haben, dann dürfen Sie gerne bei administrativen Fragen sich bei der Andrea Moskin melden. Kontaktangaben steht da aufgezeigt. Und falls mehr inhaltliche oder technische Fragen sind, dann vielleicht eher bei Mionik Zwicker, wo selber auch Instructor da bei unserer Hochschule Trapperswil ist. Dann würde ich jetzt gerade mal noch schauen, ob es noch Fragen gibt soweit. Ja, wir haben da noch eine Frage. Und zwar lese ich diese mal kurz vor. Braucht es für die Vorbereitung der beiden Prüfungen jeweils einen extra Zeitaufwand? Und wie ist die Erfolgsquote? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben da natürlich Teilnehmer, die müssen nochmal ordentlich was repetieren, bevor sie dann an die Prüfung gehen. Wir haben aber auch Leute, die wirklich schon dann eigentlich den ganzen Kurs durch wirklich dauernd am Ball geblieben sind und wirklich dauernd die Kapitel auch wirklich gelesen haben und mit dem Assessment sich selber überprüft haben. Und dann ist natürlich die Vorbereitung
Ja, hält sich dann ein bisschen im Rahmen. Grundsätzlich braucht es sicher, würde ich mal behaupten, für fast alle Teilnehmer nochmal Vorbereitung. Auch vielleicht auch schon mal, um nochmal zu sehen, ja, was so ein bisschen der Fragestil ist. Vielleicht auch so ein bisschen bei den anderen Leuten mal informieren, was könnte so für Fragen kommen. Ich glaube, das schafft einem ein gutes Wissen, um dann ein bisschen beruhigter an die Prüfung zu gehen, wenn man auf das so ein bisschen vorbereitet ist. Die Erfolgsquote, auch die ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben Teilnehmer, die müssen je nach Prüfung 1, 2, 3 Mal gehen. Wir haben aber auch Teilnehmer, die bestehen es beim ersten Mal schon. Also es ist also quer durch den ganzen Kurs gesehen, ist durchaus so, dass eigentlich die wenigsten alle Prüfungen aufs erste Mal arbeiten. Ist natürlich immer abhängig, wie konzentriert und wie selbstständig sie nebenzu, neben dem eigentlichen Theorieunterricht und dem eigenen Lehrunterricht selbstständig noch gelernt haben. Gut, dann haben wir noch eine andere Frage. Wie gross ist der Aufwand zu Hause? Bezogen vor allem auf die Hausaufgaben. Und dann dort noch die Folgefrage. Oder reicht es auch, wenn man im Kurs einfach anwesend ist, um die Zensurprüfung zu bestehen? Also da, ja, vielleicht habe ich gar noch mal klar gesagt, nein, es reicht nicht unbedingt, wenn man nur den Kurs wirklich allein besucht und sich auch nicht auf die nächste Woche jeweils auch vorbereitet, dann wird es sehr knapp. Außer das ist wirklich jemand, der schon sehr lange in diesem Bereich arbeitet. Aber wenn sich jetzt natürlich jemand permanent vorbereitet, auch auf die nächste Woche, da reden wir von vielleicht Leseaufwand plus den Aufwand von so einem Assessment von 2 bis 4 Stunden pro Woche, dann hat man natürlich dann am Schluss nicht mehr so viel zu vorbereiten. Aber ich würde jetzt mal auch behaupten, auch dann muss man sich noch ein bisschen vorbereiten, um effektiv die Prüfung dann auch zu bestehen. Gut, dann hätten wir soweit keine weiteren Fragen mehr. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei der Aufmerksamkeit von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend. Abend miteinander.